Zuerst weichen Sie die Gelatine für die Limettencreme 5 Minuten in kaltem Wasser ein. Dann 60 ml Zitronensaft und 120 ml Limettensaft auspressen und die Zitronen und Limetten beiseite legen. Dafür die Butter in einen Topf geben. Limetten und Zitronensaft sowie Eidotter und Zucker beigeben und verrühren. Die Schale von einer Zitrone und einer Limette darüber reiben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 5 bis 6 Minuten erwärmen, bis die Creme gerade zu köcheln beginnt. Wenn das passiert und die Konsistenz leicht sämig ist, sofort vom Herd ziehen. Die Creme darf auf keinen Fall kochen, sonst entsteht eine süß-saure Eierspeis und keine köstliche Creme. Nun die Creme sofort in eine Schüssel umfüllen, da der Topfboden nachheizt und die Creme dadurch stocken könnte. Die Gelatine ausdrücken, unterrühren, die Schüssel mit der Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen, bis sie fest ist. Das Eiklar mit einer Prise Salz mixen und beim laufenden Mixer stufenweise den Feinkristallzucker beigeben und ca. 5 Minuten schlagen, bis ein fester und glänzender Eischnee entsteht. Der Eischnee gelingt nur dann perfekt, wenn alle Geräte absolut fettfrei sind und wenn sich zum Eiklar kein Gramm Dotter verehrt. Dass der Eischnee fertig ist, merkt man, wenn sich alle Zuckerkristalle aufgelöst haben und er Spitzen zieht. Zuletzt den Staubzucker mit dem Kochlöffel unterheben und verrühren. Das Backrohr auf 120 Grad vorheizen. Auf 2 Stück Backpapier mit Bleistift je 2 Kreise zeichnen. Das geht sehr einfach, wenn Sie dafür zum Beispiel einen Teller mit 20 cm Durchmesser verwenden. Nun legen Sie auf 2 eingefettete Backbleche jeweils ein Backpapier mit der Bleistiftzeichnung nach oben. Für die Meringue die Hälfte des Eischnees in eine Spritztüte mit einem 1 cm großen Aufsatz füllen. Den Eischnee kreisförmig in einer Spirale in die ersten beiden Kreisflächen spritzen. Die Bleistiftlinie ist dabei der äußere Rand. Den Vorgang mit den anderen beiden Kreisflächen wiederholen. Nun die Backbleche ca. 45 Minuten ins Rohr geben. Dann die Bleche aus dem Rohr nehmen und die Meringues auf den Blechen auskühlen lassen. Die Böden können auch vorbereitet und einige Tage in einem luftdichten Behälter aufgehoben werden. Auf diese Weise ziehen sie nicht so schnell Feuchtigkeit an. Die Limettenschale fein in die Schüssel reiben und das Obers mit einem Mixer schlagen, bis es fest ist. Nun einen Teelöffel Limettensaft darüber pressen, den Staubzucker zugeben und verrühren. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr zu stark rühren, da das Obers durch den Limettensaft ausflocken könnte. Stellen Sie das Limettenobers im Kühlschrank kalt, bis es verwendet wird. Nun die Enden von den Kiwis abschneiden. Die Kiwis aufstellen, schälen und in Scheiben schneiden und die Karambolen ebenfalls in Scheiben schneiden. Um das süße Kunstwerk zu vollenden, geben Sie nun einen gehäuften Esslöffel Limettencreme auf eine Servierplatte und setzen darauf die erste Meringue-Scheibe. So kann nichts verrutschen. Dann Limettencreme, Limettenobers, Kiwis und Karambolen mit den Meringue-Scheiben abwechselnd aufschichten. Lassen Sie etwas Limettenobers und einige Karambolscheiben für die oberste Lage übrig. Die Vacherin sofort servieren. Lassen Sie sich's schmecken.